Ein Lattenrost ist nicht so wichtig. Es kommt auf die Matratze an. Nein, das ist falsch. Ein Lattenrost ist sehr, sehr wichtig. Und zwar teilweise viel wichtiger als denn die Matratze. Relativ einfach erklärt. Und zwar grundsätzlich ist der Unterbau immer entscheidend. Haben wir auch beim Auto. Das heißt, kannst du noch so ein tolles Chassis haben, wenn das Fahrwerk nicht funktioniert, bringt dir die ganze Geschichte auch nichts. Ein Lattenrost hat Einfluss auf Einsinktiefen, und auf Unterstützung, und zwar mehr als man denkt. Natürlich, wenn ich jetzt eine Matratze habe, die 30 cm hoch ist und H5 für Personen ab 180 Kilo, naja gut, dann komprimiere ich das Material nicht und dann kann auch unten drunter ein Lattenrost nicht so gut wirken. Aber jetzt stellt man sich bitte mal Folgendes vor. Matratzen sind ja immer in Zonen eingeteilt. Und wenn wir uns vorstellen, es gibt auf dem ganzen Markt nur 20 Zonen fürs Becken, 20 Zonen für die Taille und 20 Zonen für die Schulter, also verschiedene, dann wären das schon 8000 Matratzen. Und warum hat man so viele verschiedene Variationen? Weil die Proportionen der Körperform anders sind. Schulterbreite, Taille, Becken, Hohlkreuzausbildung. Das ist alles anders. Das heißt, wenn ich 10.000 Leute in eine Reihe stelle, dann muss ich mir schon Mühe geben, dass ich zwei Personen finde, die, sage ich mal, identischen Körperbau haben. So, und jetzt gehen Sie in den Laden und sagen, guten Tag, wo sind denn Ihre 8.000 Matratzen, damit ich meine eine bekomme? Nein, deswegen ist ein Lattenrost so wichtig. Denn heute arbeitet man bei Lattenrosten mit höhenverstellbaren Leisten, die individuell an die Körperform angepasst werden. Und dadurch würde man alleine schon auf dem Lattenrost gerade liegen. Also ergonomisch gerade liegen. Wirbelsäule gerade. Ihr kennt das. Und die Matratze ist dann natürlich die Ergänzung, die keinen Druck ausüben soll, die gemütlich ist, die die Anpassung des Lattenrostes mitmacht. Deswegen, diese Aussagen, Lattenrost nicht so wichtig, sind falsch. Stiftung Warentest selber hat es zwar, hat es mal propagiert, aber musste es dann auch wieder zurücknehmen in der Live-Sendung im Fernsehen, wo dann direkt zurückgerudert wurde, als Physiotherapeuten und andere Experten so ein bisschen auf die Bäume geklettert sind. Und dann gab es, ah, das gilt nur für Rückenlage und so weiter, kam dann von Stiftung Warentest. Also selbst da ist das nicht mehr die Aussage, die dementsprechend aktuell ist. Also, mein Tipp: erstmal grundsätzlich ums Lattenrost kümmern, über ein ergonomisches Lattenrost, nicht das mit diesen Schiebereglern von früher, das hat nie funktioniert, sondern wirklich vernünftiges. Und dann in dem Moment die Matratze als Ergänzung, denn der Unterbau ist wichtig, genauso wie das Fahrwerk beim Auto.